Hey Leute, ich bin gerade auf dem Nachhauseweg von der Predigt heute Morgen und da komme ich am Hamburg-Marathon vorbei. Tausende Läufer sind hier am Kämpfen, 42 Kilometer lang rennen die. Und das hat mich gerade inspiriert, dir etwas zu sagen. Das hat mich nämlich erinnert an diesen Bibeltext, den wir lesen im Korintherbrief. Da schreibt der Paulus, jeder, der an einem Wettkampf teilnimmt, unterwirft sich selbst einer strengen Disziplin. Die Athleten, die tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen, der ist unvergänglich. Und dann sagt der Paulus, für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Hat mich gerade neu herausgefordert und inspiriert. Hey Leute, auch wir sind unterwegs in so einem Lauf, in so einem Glaubenskampf. Und lass uns das einfach so machen, wie uns der Paulus das sagt. Lass uns laufen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Lass uns dranbleiben, für Jesus den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und weißt du, die Leute, die da am Straßenrand stehen, das sind nicht etwa einfach irgendwie so die lauwarmen Christen, die nicht mitlaufen wollen, sondern ein bisschen zujubeln. Nein, das ist, wie wir das in Hebräer 12 lesen, das ist die Wolke der Zeugen. Das sind die Leute, die vor uns gelaufen sind, die bereits im Himmel sind und die uns jetzt vom Himmel herunter zujubeln und sagen, go for it, es lohnt sich, lasst euch alles geben, Jesus kommt wieder. Er hat die Hand schon an der Türfalle. Yeah, let's go for it.